so, noch nicht täglich bei RTL, aber wenn es so weitergeht, dann bald die sensationelle Oliver W. Geissen Show mit dem sympathischen Talkshow-Moderator Oliver W. Geissen. Da fehlt uns natürlich nur ein schönes Gesprächsthema auf dem Weg zu euch. Frage ich Sie einfach mal, was machen Sie beruflich? Ja. Mir geht's genauso. Wenn man mich fragt. Ja. Ist aber auch eine schwere Frage, ja, muss man sagen. Nein, ist, ist eine schwere Frage. Sie haben Beruf? Oh, na? Gott im Himmel. Das ist aber gut. Der Spaner. Was? Großartig. Damit haben wir ja das Thema für die heutige Ausgabe der Oliver W. Geissen Show. Das heißt, jetzt fremdgegangen, meine beste Freundin, die Stampe, treibt's mit meinem Zerspannungsmechaniker. Ja. Zerspannungsmechaniker. Ich freue mich. Das Schöne an der Talkshow ist ja, ihr habt alle nur, wie es auch im realen Leben, im Fernsehen und auch sonst so zugeht, ihr habt nicht viele Worte zur Verfügung. Der Moderator hat noch am meisten. Olli, du hast 5 Worte, um dich zu artikulieren. Mirja, du bist eine der Freundinnen, du hast 4 Worte. Tietje, du bist der Mechaniker, ne? Der Spannungsmechaniker. Tut mir jetzt leid, der hat nur 2. Es trifft aber natürlich nicht auf alle Zerspannungsmechaniker zu, das sage ich jetzt mal. Manche haben 3. Manche haben 3 oder ihre Freundinnen, die haben 3. Die und wer bin ich jetzt? Werde ich betrogen? Okay. So machen wir es. Dann würde ich doch mal sagen, die sensationelle Welke Geissen Show mit dem sympathischen Moderator Oliver W. Geissen. Mein erster Gast heute, Barbara! Hallo Olli! Geissen! Hallo Olli Geissen! Ich freue mich! Barbara, dein Mann ist Zerspannungsmechaniker. Das ist richtig! Was ist das eigentlich wirklich? Weiß ich nicht. Gibt es denn auch Entspannungsmechaniker? Der macht Stress. Was wirfst du ihm vor? Er geht fremd. Aber warum macht er das? Weiß ich nicht. Holen wir die alte Schlampe. Du treibst es mit Entspannungsmechanikern. Das heißt Zerspannungsmechaniker. Wer ist der geile Zerspannungsmechaniker? Hör doch auf! Der ist wirklich geil! Hör doch auf! Der ist wirklich geil! Aber er ist auch verheiratet. Der Typ will mich. Woher weißt du denn das? Weiß ich eben, genau. Was sagt Barbara jetzt dazu? Das ist meiner. Ist mir doch egal. Holen wir jetzt den alten Zerspannungsmechaniker. Den Zerspannungsmechaniker. Du bist der geile Zerspannungsmechaniker. Ich Zerspannungsmechaniker. Warum wollen dich alle Frauen? Guck an. Was macht eigentlich ein Zerspannungsmechaniker? Du blöd.
Ich habe das nie gehört. Echt nicht? Wer weiß was über Zerspannungsmechaniker? Noch Ausbildung. Der will eigentlich mich. Was ist dich? Das eine sexuelle Geschichte? Er liebt mich. Bei mir nur Körper. Bei mir Geist. Geist ist aber sehr langweilig. Du hohle Frucht, du! Du bist blöd! Zerspanne du bist alle. Selber blöd! Tätje, wer ist jetzt wichtiger? Alle beide. Du verletzt aber Barbaras Gefühle. Ich liebe dich. Welche Gefühle? Ich liebe dich. Ich will deinen Körper. Tätje. Du schwul. Tätje, habt ihr ein Kind? Weiß nicht. Mir reicht's jetzt. Tätje muss sich jetzt entscheiden. Hau doch ab, Ziege. Nimm einfach mich. Ene Mene. Danke. Thema morgen, dicke Ärsche. Hochglänzend und durchgestylt und danach geht's improvisiert weiter. Bis gleich.